So Leute, ein Hallo und ein herzlich Willkommen zurück zu Spyro A Hero's Tale. Im letzten Part sind wir hier bei der Lava-Welt stehen geblieben, beim blubbernden Berg vor Sergeant Bird, und das machen wir jetzt. Mensch Spyro, diese Hitze setzt mir ganz schön zu. Ich bin ja schließlich kein Tropenvogel. Trotzdem kann ich immer noch los und suchen, wenn du willst. Na, wie steht's? Soll ich unsere Luftüberlegenheit demonstrieren? Auf jeden. Und damit schließen wir automatisch das letzte Sergeant Bird Minispiel ab. So, Ringe, Zeittore, Ziele, Gnorks, Feuervögel. Also alles, was wir eigentlich einmal so in der Form schon mal hatten. Nur, dass diesmal hier ekelhafte Feuerbälle umherfliegen. Und wenn wir die Lava natürlich berühren, ist verkackt. Das ist natürlich klar. Die Gnorks sind mit ihrer komischen Rüstung unterwegs, was auch ziemlich cool ist. Die Feuervögel sind hier, oder die Feueradler. Hier fliegen Meteoriten in die Lava. Ich glaube, das war eins doch der... Ich glaube, das war das einfachste Minispiel. So, irgendwo zieht der Kollege schon hin. Das ist gerade richtig einfach. So, hier ist ein Schatz. Ach, die Schätze liegen auch auf der Lava. Ist natürlich sinnvoll, sowas auf die Lava zu setzen. Kann nie wissen, wo man sowas braucht gerade. So, wir brauchen noch einen Vogel, ne? Der fliegt da hinten. Brauchen wir noch die Gnorks, die ich noch nicht gefunden habe. Beziehungsweise ich habe einen schon gefunden und ein Zeitportal gesehen gerade. Ja. Oh, Kiste. Danke. Und Boost. Und letztes Zeitportal. Und wir brauchen noch die Gnorks. Und zwar sehr viele, wie es aussieht. Die sich hier so hinter dem Berg... What the fuck, Alter, die verstecken sich alle hinter dem Berg. Ich will nicht abgeschossen werden. Was ist los mit denen? Jungs, kommt nach vorne. Ich weiß, wer der Letzte ist. Ich dreh mal kurz um. Hätte vielleicht zuerst sammeln sollen. Ich habe gehofft, dass die schnell aufhören, aber hier waren einfach alle. Ja gut. Easy Minispiel, ne? Auf! Bitte sehr, Spyro. Ich habe ein Drachenei für dich. Dankeschön. Und kein Text, aber die Frage auf dem Lichtedelstein nehmen wir natürlich gerne an. 1 Minute 42, dasselbe Zeug nochmal. Ich glaube, ich nehme erst die Tore. Ja doch, ich nehme erst die Tore, die Ringe meine ich. Weil... Ringe machen mir mehr Probleme als alles andere. Hoffe ich. Das Level ist halt nicht groß genug, um hier viel zu verstecken. Die Lava macht es ziemlich kaputt damit. Aber dennoch muss ich auch ein paar Tore mitnehmen, weil die Zeit sonst zu knapp wird. Stellen wir erwähnt, da oben ist noch ein Geier. Ich habe getroffen. Geil. Das macht mich zufrieden. So. Hier ist noch ein Ring. War es schon der letzte Ring? Ja, es war der letzte Ring. Gut. Aber hier lang. Können wir gleich einfach umdrehen. Aber hier haben wir auch einen Vogel gleichzeitig. Oder zwei Vögel. Drei Vögel. Von da war es gut, dass ich hier lang gegangen bin. So, ich will einmal... Was zur Hölle? Du hast jetzt nicht ernsthaft Schaden bekommen, weil du auf dem Boden aufgekommen bist, oder?
So. Ein Gegner, ein Vogel, ein Zeittor. Den Gegner haben wir. Das Zeittor haben wir. Die einer führen uns zum Vogel. Oh mein Gott, noch was entdeckt. Hä, warum sind die Raketen gerade so abgedriftet? Da hinten. Nice. Mission gemeistert. Und das ohne Probleme. Wow. Das ist gut. Mann, Spyro. Ganz schön schwer, muss ich sagen. Aber ich hab dir einen Lichtedelstein besorgt. Dankeschön. Damit haben wir 69, ne? Eben. Gut, mit 69 in der Hand. Bin ich gerade überlegen, wie wir jetzt weitermachen. Wir haben eigentlich die Möglichkeit, zurückzugehen. So. Denn wir werden auf jeden Fall in dem einen Level einen finden. Wenn wir die 100% jagen. Und dann werden wir automatisch auf 70 hochgehen. Und dann können wir auch automatisch die erste Welt komplett abschließen. Wäre eigentlich verlockend. So, was haben wir denn hier noch zu erledigen? Wir haben hier noch ein großes Gebiet vor uns. Deswegen wären wir hier erst gerade am Anfang gewesen. Da sehen wir auch schon. Hier ist sogar ein Power-Bildschirm. So sieht das alles aus. Ist schon interessant. Extra Gesundheit haben wir. Das ist aber immer noch ausgegrünt, warum auch immer. Einfach weil das Ding grün ist. Wollen wir die 100% jagen? Wollen wir mal einen Blick in die alte Welten werfen? Dann können wir nämlich am Ende komplett durchziehen. Das wäre eigentlich klug, ne? Wäre eigentlich echt klug. Wäre der Anfang vom... Das wäre der Anfang... Gib mir die Ding. Dankeschön. Das ist der Anfang... Ihr wisst, was ich meine. Das ist Anfang vom Ende. Hier, wie man das so mal ausspricht. Ich würde sagen, das ziehen wir auch durch. Deswegen werden wir jetzt mit dem Portal, bevor wir hier wirklich durchziehen, einmal zurückgehen. Und... Sturmdepot. Okay, es gibt nur das. Und werden uns gemütlich in die ersten Welten wieder begeben. Denn dann haben wir die Action zum Schluss. Wir haben noch ordentlich was nachzuholen, definitiv. Wir haben alle Fähigkeiten, das ist vorteilhaft. Das macht die Sache einfacher. Und dann können wir uns wirklich die große Hürde für das Finale aufheben. Ich finde, das ist so passend. Von ihr habt gesehen, Lava kann gemein sein. So. Oh, jetzt haben wir schon durch. Das ist der große Vorteil. Aber wir haben in den anderen beiden Welten noch nicht alles durch. Und die Krallen von Spyro sehen mega komisch aus. Seht ihr das? Guck mal auf die Füße. Das war seltsam. So, jetzt holen wir uns einfach die Dietriche, damit wir alle voll haben. Und teleportieren uns zum... Jetzt lass mich kurz überlegen. Krokofies zum Jumpf. Da fehlen uns zwei Eier und ein Kristall. Und ich weiß, wo ein Ei auf jeden Fall ist. Ich weiß auch, wo der Kristall ist. Ich weiß nicht, wo das zweite Ei ist. Egal, gehen wir erstmal dahin. Soweit ich mich weiß, brauchten wir für den Kristall eine Sache, die wir noch nicht haben. Ich hab... Ja doch, hier bin ich richtig. Die Pflanzen können wir auch einfrieren. Die müssten eigentlich daran sterben, aber tun sie halt nicht. So, wir hätten ja auch schon früher hingehen können. Wir brauchen nämlich den Elektroatem hierfür. Und dann 10 Sekunden hier die Dinger zu befreien, die wir wofür eigentlich nur 2 Sekunden brauchen, aber egal. Oder 3 Sekunden, oder vielleicht sogar 4, aber... es ist eine kurze Zeit, die wir brauchen. Und dann können wir hier weitergehen. Und dann haben wir hier, soweit ich weiß, ein paar Gegner. Und hier läuft doch irgendwo ein Dieb herum. Ach, das ist ein Gegner da unten. Ich hab den gar nicht erkannt. Ich hab den Gegner gar nicht erkannt. Ich dachte, das wäre irgend so ein kleines Tier, was an der Seite rumklappt. Und ich glaube, der Dieb ist irgendwo hier oben, wenn man hier so durchläuft oder so. Da ist er. Und das ist einer der schwersten Diebe im ganzen Spiel.
Aber nicht für mich. Ich hoffe es. Ja. Nicht für mich. Das Problem ist einfach, er läuft so eine große Runde, dass man nicht so viel Kurven abschneiden kann. Die Frage ist natürlich, haben wir unten irgendwas? Nur ein bisschen Geld. Ja, das Ganze war hier halt einfach nur für ein Ei gemacht. Wenn man es halt hat. So, jetzt frage ich mich natürlich gerade, wo ist das zweite Ei? Ei der Daus, Masa hat die Lösung nicht. Raus? Moment. Hä? Ging es hier zurück? Das habe ich gerade ein bisschen rausgebracht. Dass, ja, hier ging es zurück, okay. War ein bisschen verwirrend, Leute. Tut mir leid. So, wir sollten natürlich die Pflanzen töten, bevor sie uns fressen. Ich demonstriere euch das nicht nochmal, weil wir haben es schon demonstriert. Ich glaube, ihr glaubt mir auch so. Die Frage ist aber trotzdem, wo ist das zweite Ei? Ich würde mal Folgendes sagen. Machen wir erstmal Folgendes. Wir holen uns erstmal den Lichtkristall. Und dann können wir darüber reden, wo das Ei ist. Geh weg. Wow. Die hat mich nicht erwischt. Genau, hier waren wir unten bei dem komischen Freddy-Typen. Der hat uns dann hier rübergebracht. Und von hier aus... Ja, von hier aus ist es angenehmer. Zum Ziel zu kommen, das war knapp. Da ist nur Geld. Gut, wir könnten jetzt hier einmal kurz hingehen. Nämlich hier haben wir das Superportal, was wir schon mal aktiviert haben irgendwo anders. Hier hält es wieder länger. Das ist interessant. So, und von hier aus wissen wir ja, wo der Lichtkristall ist. Nämlich hier in dem Tor. In dem. Tada, Lichtkristall. Hier haben wir sogar noch Geld. Und haben die wichtigen Kisten kaputt gekriegt. Haben wir ordentlich Cash kassiert. Die Frage ist aber natürlich, wo ist das zweite Ei? Wo habe ich ein Ei übersehen? Das kann ich gerade halt wirklich nicht beantworten. Haben wir aufgemacht. Denn das Ei haben wir gesammelt. Also hier war es jedenfalls nicht. Können wir mal durchgehen, welche Eier wir überhaupt hier haben? 8 Stück. Wir haben 2 Minispiele. Naja, man kann es halt nicht überprüfen. Man hat halt keine Liste. Das ist das Problem. Wir hatten 2 Minispiele. So, wir hatten einen Eierdieb. Dann haben wir 3. 2 Minispiele? Oder 3? Ich muss gerade überlegen. Ne, wir hatten 2. Die Frage haben wir geklärt. Ich frage mich nur, warum ich das übersehen habe. Okay, das macht mir gerade Sorgen. Das macht mir gerade echt Sorgen. Gut, dann haben wir die Welt abgeschlossen. Das macht mir echt gerade Sorgen. Wie habe ich das denn übersehen? Ich weiß es nicht. So, hier erwartet uns noch mehr Kram, den wir sammeln müssen. Und ich kann nur Stellar Canyon aussuchen, warum auch immer. Das bedeutet, ich habe den anderen Geldlagen nie angesprochen. Er ist zwar auf der Karte da, aber ich habe ihn nie angesprochen. Das ist natürlich gut und praktisch, aber ja, kann man nichts machen. So, jetzt erleben wir nochmal die ganzen Dörfer. Und der Hirte ist nicht mehr da. Na, der ist für immer weg. Wie ich euch gesagt habe, damals in dem Part.
So, jetzt müssen wir uns nochmal ein bisschen umgucken. Die Sache ist nämlich... Das habe ich vollkommen kalkuliert. Hallo, dicker Mann. Ich habe kein Interesse an dir. Also ich weiß auf jeden Fall, wo zwei Kristalle sind und ein Ei. Das ist ja schon mal vorteilhaft. Würde ich sagen. Das ist nämlich das erste Ei, was wir... Oder der erste Kristall, den wir suchen. Der befindet sich hier unten. Wenn man sich jetzt... Ah, okay. Ist nicht so schlimm. Da oben ist der. Da müssen wir hier halt hin. Wir müssen von hier aus da hoch. Tada, und dann können wir hier rüberfliegen und tada, da haben wir einen Kristall. Schön versteckt, und zwar ist er auch erst mit der Fähigkeit erreichbar, was auch ziemlich cool ist. Ist sogar richtig cool, muss ich zugeben. So, da läuft noch ein Krokodiltyp, Krokofies, wie sie heißen, umher. Da ist ein Dickerchen. Das war egal, weil die Gegner sind jetzt unwichtig, aber... Wir haben noch ein Portal, was wir öffnen müssen. Oder ein Ort, den wir öffnen müssen mit 70 Lichtkristallen. Und wir haben auf jeden Fall noch einen Geldsack, den wir öffnen müssen. Der nämlich hier unten ist. Oder da hinten? Oder ist er hier? Da. So, tropische Bucht. Gibt es hier nur zwei Kontrollpunkte oder... Moment. Ne, es gibt noch einen dritten. Stimmt, im geheimen Gebiet ist noch ein dritter Punkt. Hätte ich fast vergessen. So, die Frage ist, was war hier? Da war auf jeden Fall ein geheimes Tor. Ein geheimes Tor ist ein Ei. Sehr schön. Das verringert die Suche auf jeden Fall. So, ging es hier zurück? Wo ging es zurück? Hier irgendwo links. Moment. War zufälligerweise der Weg oben irgendwo? Oh, yo. Okay. Das heißt, wir müssen andersrum gehen. Das heißt, wir müssen andersrum gehen. Und warum ich da nicht im Wasser bleibe, da sind Piranhas drin. Da will ich nur auf Sicherheit gehen. Okay, Leute. Aber wie der Weg aussehen wird... Und warum die Map nicht geladen hat. Das und vieles mehr im nächsten Part von Spyro A Hero's Tale. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Wir haben heute wieder viel geschafft. Und das ist gut. Wir haben ein ganzes Level abgeschlossen. Von den 12 oder 13, die es gibt. Und im nächsten Part werden wir hier weitermachen. Und werden hoffentlich auch dieses Level durchschaffen. Was aber noch auf uns wartet, sehen wir dann. Also, bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bewertet den Part. Und Masa La Vista, Baby.